Zweiter Tag im Trainingslager in Marbella. Erstmals versammelte Trainer Jens Keller seine Mannschaft auf dem Platz für zwei schweißtreibende Einheiten. Unter den Spielern war auch der jüngste Neuzugang, Konstantinos Mavropanos. Der 22-Jährige war noch am späten Abend angereist, um schnellstmöglich die neuen Kollegen kennenzulernen. Ich bin sehr glücklich, jetzt Teil des Teams zu sein. Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht, deshalb habe ich mich auch für den Club entschieden. Dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken. Emma ist ein sehr aufgeschlossener Typ, er hat sich gut schon eingebracht, die Trainingseinheiten, wo er jetzt mitgemacht hat. Und ja, wir erhoffen uns natürlich unheimlich viel, er hat wahnsinnig viel Qualität, eine gute Schnelligkeit, eine gute Aggressivität und natürlich auch schon eine gewisse Erfahrung. Ja. Wer bei Arsenal jetzt gewesen ist, der hat natürlich schon im hohen Bereich gearbeitet. Der 1,94 Meter große Innenverteidiger war zuletzt für den FC Arsenal aktiv und soll die Defensive weiter stabilisieren. Trotz seines noch jungen Alters legt Dinos, wie sein Spitzname ist, bereits eine auffallende Robustheit an den Tag. Doch das sind nicht seine einzigen Qualitäten. Ich mag aggressiven, körperbetonten Fußball, weil ich ein physischer Spieler bin. Aber natürlich kann ich auch mit dem Ball umgehen. Ich hoffe, mit diesen Qualitäten dem Team helfen zu können. Am Vormittag standen für das Team vor allem Passform und Spieleröffnung auf dem Programm. Natürlich im höchsten Tempo. Am Nachmittag wurde dann auch weiter an den konditionellen Grundlagen gearbeitet. Wir sind hier nicht, um Urlaub zu machen, sondern um zu arbeiten. Und deshalb werden die Beine auf jeden Fall, egal welchen Schwerpunkt wir setzen, immer wieder ein bisschen müde sein, aber das ist auch der Sinn vom Trainingslager. Wir müssen uns hier die Kraft holen für die restlichen 16 Spiele und deshalb wird es schon noch anstrengend werden. Dass Kraft, Ausdauer, taktisches Verständnis, aber auch das gemeinschaftliche Arbeiten gegen den Ball wichtige Eigenschaften sind, um in der Rückrunde deutlich mehr Punkte einzufahren, ist nicht nur Neuzugang Dinos klar. Die Aufgabe klingt erstmal schwer mit Platz 16, aber die Liga ist sehr ausgeglichen. Wir müssen als Team zusammenarbeiten, dann werden wir auch erfolgreich sein. Ja, ich glaube, wir haben ja jetzt gut abgeschlossen. Das war wichtig, der Sieg gegen Dresden. Dann sind jetzt auch die Spiele, die wir hier haben, gegen Bayern, ist wieder ein nächster Schritt gewesen, was so den Kopf ein bisschen frei macht. Und dann sind es jetzt auch die nächsten zwei Freundschaftsspiele. Ja? Wir müssen schauen, dass wir jedes Spiel für uns entscheiden können, um da einfach die Kraft rauszuziehen. Und die Mannschaft glaubt, glaube ich, mittlerweile daran, was wir machen und setzt es gut um. Und deshalb bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir den Kopf auch gut frei bekommen. Und so wird die Mannschaft auch in den kommenden Tagen ein intensives Pensum abspulen, um bestens gerüstet zu sein für die anstehenden Aufgaben.